Nachdem wir euch in den ersten beiden Guide-Videos zu Blackguards 2 die Grundlagen des Spiels und der Regeln erklärt haben, steigen wir nun etwas tiefer in die Praxis ein und wenden uns möglichen Taktiken auf den Battlemaps selbst zu. Über Sieg oder Niederlage auf den Schlachtfeldern entscheidet dabei nicht nur die Kampfkraft der Parteien und wann ihr wo welche Zauber und Spezialmanöver einsetzt. Ihr müsst auch die Umgebung im Auge behalten und zu eurem Vorteil nutzen. Schon in Blackguards 1 konntet ihr Sumpfgas oder Ölpfützen anzünden und so Gegner rösten oder Baugerüste und Höhlendecken zum Einsturz bringen, um Feinde zu erschlagen. Auf rutschigem Untergrund konnten sich Einheiten schnell auf dem Hosenboden wiederfinden und Kronleuchter konnte man hervorragend auf Feinde niedersausen lassen. Solche Gelegenheiten werden sich auch im zweiten Teil wieder massig bieten. Das Interagieren mit der Umwelt ist aber noch um einiges wichtiger geworden und euch stehen hierfür viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Eines dieser neuen Elemente sind Türen. Das klingt simpel, aber ja, Türen erweitern eure Möglichkeiten stark. Auf vielen Schlachtfeldern sind sie zu finden und meist führen sie zu anderen Höhenebenen, Balkons oder anderen Bereichen eines Labyrinths. Dort müsst ihr dann zum Beispiel Scharfschützen ausschalten, könnt euch selbst einen Höhenvorteil verschaffen oder einfach weitere Teile eines Dungeons plündern. Eine Tür zu öffnen kostet jede Spielfigur eine Aktion. Wo Türen nicht weiterführen, tun es vielleicht Brücken oder Hebel. An diversen Stellen im Spiel müsst ihr Schalter umlegen, um den Weg freizumachen oder die Kurbeln von Zugbrücken betätigen, um diese begehbar zu machen. Das kann auf 2 oder 3 Aktionen verbrauchen, wobei auch mehrere Helden sich an der Arbeit beteiligen können. Da so etwas meist unter Zeitdruck geschieht, ist das auch ratsam. Engpässe wie Stege oder schmale Höhlen sind immens wichtige strategische Punkte. Lockt große Gegnerscharen hierher, um sie einzeln anzugreifen. Lasst die Feinde kommen oder sogar ihre Angriffsaktion für diese Runde verschwenden, indem ihr mit dem Wartenbefehl in der Zugreihenfolge weiter nach hinten rückt. Diverse Fallen wie Speere aus dem Boden oder regelmäßig auftauchende Feuerwände können sowohl euren Helden als auch den Feinden zum Verhängnis werden und einige davon sind so gut versteckt, dass ihr sie nur mit dem Talent Sinneschärfe entdecken könnt. Außerdem könnt ihr mit dem richtigen Talent oder in Verteidigungsmissionen selbst Fallen legen, um den Vormarsch eurer Gegner zu verlangsamen. Am besten an Engpässen. Eure eigenen Einheiten werden von den von euch gelegten Fußangeln oder Stolperdrähten nicht behindert. In vielen Missionen sind interaktive Objekte aber nicht nur Optionen, sondern zentraler Bestandteil einer Map und werden sie ignoriert oder übersehen, führt dies schnell zu einer Niederlage. Auf dieser Karte geht es beispielsweise darum, dass eine Gefangene befreit werden muss. Die ganze Sache ist jedoch eine Falle und die Helden werden in diesem Innenhof eingesperrt, wenn sie nicht rechtzeitig die Seile des Fallgatters durchtrennen, um sich den Fluchtweg offen zu halten. Zudem werden sie von Bogenschützen aus unerreichbaren Verschlägen unter Beschuss genommen, die so gut verschanzt sind, dass ihnen schwer beizukommen ist. Um ihnen ein klares Schussfeld zu nehmen, können die Charaktere einen Ofen anwerfen, dessen Rauch dann für Sichtschutz sorgt. Generell eine wichtige Rolle spielen die Höllenorgeln. Mit ihnen kontrollieren Maravans Männer bestimmte, sehr mächtige Monster. Wer diese Orgeln zu spielen weiß, kann unter Umständen die Herrschaft über diese Viecher an sich reißen. Eher konventionelle, interaktive Objekte sind hingegen Truhen. Generell gilt, alles, was ihr während des Kampfes aus Truhen holt, wandert in euer Inventar. Ist die Schlacht vorbei, ist auch der Inhalt der Truhe verloren. Damit ihr keine überseht, wechselt ruhig öfter mit dem Mausrad in die Vogelperspektive. Oder, und das gilt für alle interaktiven Gegenstände, hebt sie mit einem Druck auf V rot hervor. Trotz all dieser Möglichkeiten sind natürlich wieder gerade Zauberkräfte ein entscheidendes Element in der Schlacht. Zauberer sollten daher mit ihren Astralpunkten haushalten und sich gut überlegen, wann sie einen mächtigen Zauber einsetzen und wann sie ihn nur in Stufe 1 anwenden, um zum Beispiel einem angeschlagenen Gegner den Rest zu geben. Flächenzauber solltet ihr nur einsetzen, wenn sie wirklich auch mehrere Gegner treffen können. Gleichzeitig ist es immer ratsam, feindliche Zauberer zuerst auszuschalten. Euer eigener Magier sollte sich aus dem Getümmel heraushalten oder sich gut mit Armatrutz schützen. Sollte die Astralenergie doch einmal zur Neige gehen, nehmt euren Magier komplett aus dem Kampfgeschehen heraus und gebt ihm die Gelegenheit, per Astraltrank zu regenerieren oder sich zu verstecken, bis die Punkte wieder etwas mehr aufgefüllt sind. Sollte es auf der Karte zu unübersichtlich werden, denkt daran, dass ihr nur mit der Maus über die Porträts aller am Kampf beteiligten Charaktere fahren müsst, um zu sehen, welche Effekte auf welcher Figur liegen und ob ein Gegner noch in der Lage ist, einem Angriff auszuweichen oder ihn zu parieren, oder ob er diese Chance bereits genutzt hat. Dann ist er natürlich ein lohnendes und leichtes Ziel. Generell hilft euch die Initiativeleiste beim Planen eurer eigenen Züge. Schaltet wenn möglich erst diejenigen aus, die euch auch diese Runde noch gefährlich werden könnten. So viel zu eurer Taktik auf den Battlemaps. In unserem letzten Guide-Video zu Blackguards 2 werden wir auf einige besondere Gegner eingehen und wie ihr ihnen am besten beikommt.